Okay, ich bin extrem müde. Ich habe extrem wenig geschlafen. Ich war heute Morgen schon in der Uni. Danach war ich arbeiten. Jetzt bin ich hier. Und weil ich natürlich will, dass Montag, Dienstag und Donnerstag Punkt 19 Uhr ein Video rauskommt, würde ich mal sagen, wow, beschäftigen wir uns heute mal mit Ari. Okay, so, nachdem wir das super Intro abgehakt haben, würde ich mal sagen, kommen wir einfach mal zum Guide. Mit Ari spielt ihr einen wirklich ziemlich mobilen Champion und ihr extrem guter Gap Closer ermöglicht es schnell, Gegner auszuschalten, ja. Was auch der einzige Grund wahrscheinlich dafür ist, dass Ari einer der sehr wenigen Champion ist, die man daraufhin mit Ignite spielen kann. Die Core-Items auf Ari sind auf jeden Fall Morello Nomicum und Loons Echo. Zusätzlich oder weitergehend könnt ihr natürlich auch Sachen wie Sonias, Rabadons, Voidstaff, Maske, Höllenzepter oder auch Protogürtel kaufen. Welches Items ihr zuerst kauft, hängt natürlich von eurem Gegner ab. Ich kann euch hier einfach mal aus eigener Erfahrung sagen, dass gegen eine Lux zum Beispiel Sonias extrem effektiv ist. Gott, wie hasse ich Sonias als Lux Main. Skillen tut ihr mit Ari zuallererst die Q, dann skillt ihr die... Was habe ich aufgeschrieben? Dann skillt ihr die E, genau, und anschließend die W. Maxen solltet ihr mit ihr zuerst die Q und dann die W. Wie immer gilt, könnt ihr die Ulti skillen, so tut ihr das natürlich. Bei den Masteries empfiehlt es sich auf jeden Fall, auf Thunderlord zu gehen, weshalb ihr nach dieser Skillung gehen könnt. Und als allerletzten Punkt haben wir natürlich die Runen. Ja, diese sollten auf jeden Fall mit Bedacht gewählt werden. Ich kann euch empfehlen, in die Essenzen Fähigkeitsstärke zu packen. In die roten Runen packt ihr Magie durch Ringung rein. In die gelben Runen packt ihr Leben per Level rein und in die blauen packt ihr Magic Resist rein. Solltet ihr natürlich einen AD als Gegner haben, zum Beispiel einen Yasuo oder Talon, könnt ihr natürlich auch das Leben oder das Leben per Level könnt ihr natürlich auch wegstreichen oder auch die Magieresistenz und ihr könnt natürlich auch Rüstung dafür reinmachen, ja. Da müsst ihr mal ein bisschen variieren, aber diese Runen sind auf jeden Fall ein ziemlich gutes Starter-Pack. Okay, ich würde mal sagen, es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Das Gameplay habe ich vorher schon aufgenommen. Ich kann euch sagen, dass es echt cool geworden ist. Also zumindest haben wir die Gegner richtig krass dominiert. Und ja, zieht euch einfach rein. Das könnte ja interessant werden. Wir haben einen Kindred auf der Botlane. Wir haben eine Kindred auf der Botlane mit Smite. Logischerweise will sie natürlich für das Jungler-Item gehen, was ja irgendwie verständlich ist. Also haben wir Doppel-Smite drin. Wir haben mich auf der Midlane, wir haben einen Zion als Support und wir haben einen Udyr Top-Lane. Es könnte also ein interessantes Game werden. Ja? Die haben auch ein komisches Team. Die haben hier so Jungle, sieht man jetzt nicht so häufig. Eine Wayne auf der Top-Lane, ja, das ist ja mittlerweile normal. Orianna, Mitte, Varus und Zion auf der Top-Lane, auf der Botlane. Ja, Leute, das wird spannend. Oh nein. Komm mal ran hier, hä? Ja, und schon wurdest du weggeböllert. Na, ich krieg das noch? Ah, schade, ist okay. Aber gut, war absolut worth it. War absolut worth it für uns. Gut, Yasuo sollte ich jetzt eigentlich nicht killen können. Allein schon durch seine Windball. Sollte einfach nicht... Oh, was? Was? Die E hat doch locker getroffen. Ich möchte mal sagen, dass ich den ganzen Damage schon gemacht habe mit meiner W und er wirklich nur sein Auto-Tag drauf gemacht hat. Aber ist okay. Ja, ich gebe dem Lee gerne die Kills, weil er scheint ja ganz kompetent zu sein. Ist das ein Kack-Champ? Ich hasse ihn. Weißt du, er kann einfach so viel von mir blocken. Ja, und wenn ich nochmal was von ihm blocken will, ja, dann sterbe ich gleich. Ja, das hast du jetzt davon. Du Drecks-Champ. Ah, ich liebe das mit Ari. Mit Ari seid ihr fast ungankable. Das ist so krass. Ihr habt durch eure Ulti seid ihr wirklich fast ungankable. So, und jetzt wird die hier richtig schön weggehauen. Oh, das ist nicht gut. Obwohl, gut, das hat jetzt nicht... Ja, lasst mir wenigstens Assistenten, Boys. Lasst mir wenigstens Assistenten. Sehr nice. Na gut, dann diven mal, oder? Diven mal die Scheiße weg hier aus den Gegnern raus. So, kriegen wir jetzt nur noch den Dingens? Den kriegen wir nicht mehr. Naja, schade. Zack! Wenn er mir jetzt stealt, das wäre echt gemein gewesen. Aber gut, wir bekommen ihn einfach gar nicht. Sie. Es. Komm, Lee, komm, ich habe die ganze Vorarbeit gemacht. Sehr schön. Das ist ich und die sind echt gutes Team. Ich mache alles und er snackt die sich. Das gefällt mir eigentlich. Oh. Leute, ich bin gleich da. Und ich krieg schon wieder den Kill nicht. Leute, ey, ich habe 5 Assistenten. Was ist denn hier los? Ich will hier keinen Guide machen für ein Ari-Support-Gameplay, Leute. So funktioniert das nicht. Ich brauche auch jemanden. Ich habe 1,05. Ich habe hier wirklich mit Abstand die meisten Assistenten. Der Lee hat 8 Kills. Ich glaube, ich habe ihm 5 Stück gegeben. Eventually können wir ja noch jemanden snacken, Leute. Hm? Wie wäre das? Wollen wir mal gucken, ob wir noch jemanden snacken können? Hallo? Nee. Wir können hier, glaube ich, gar keinen snacken mehr, oder? Ich würde ihn schon gerne diven wollen, muss ich sagen. Soll ich ihn einfach diven? Ja, tschüss. Oh Gott, ey, zum Glück war ich greedy. Ja gut, aber so wie ein Yasuo seine Windball raus hat, ist er gegen Ari natürlich komplett aufgeschmissen. Ja. 1, 2 Skillshots getroffen und die Sache war durch. So, Freunde, ich glaube, das Gameplay wird nicht allzu lang gehen, aber hauptsächlich ging es ja um den... Hi. Na, ihr...
Oh mein Gott, ich habe alles verfehlt. Ich hab wirklich alles verfehlt. Ich bin ein richtiger Kackbuhn. Leute, den Kill nehme ich. Keine Sorge, Jungs, den habe ich doch. Und den nehme ich auch noch, oder? Och, Mensch, Lee. Okay, aber nachdem ich wirklich zwei Sachen so hart verfehlt habe, sollte ich mich mit einem Kill zufrieden geben. Eigentlich hätte ich gar keinen bekommen sollen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte das Gameplay ziemlich kurz sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht surrendern. Also, ich meine, das wäre schön, wenn nicht. Ja, dann könnte man hier noch ein paar schnieke Aktionen machen. Aber, naja, wir werden mal gucken, ne? So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Was ist denn unsere nächste Station? Die Wayne? Wenn wir die Wayne holen, Leute, na komm, wir holen alle zusammen die Wayne. Ich meine, die kann doch nichts. So, ein Stun bitte? Na egal, ich brauche keinen Stun. Was brauchen wir denn einen Stun, wenn wir die einfach so holen? Vielleicht können wir sie ja abholen, wenn wir jetzt hier relativ gut playen. Ja, wir dürfen bloß nicht zu nah an der Wand sein, aber ich denke mal, das dürfen wir haben, wa? Ja, ja, und du kommst auch noch gleich ran, oder? Na komm mal her jetzt hier. Wir hatten auch vorhin schon das Szenario 2 gegen 1, aber da hatte ich leider keinen Mana. Weißt du? Oh nein, ich bin reingegangen. Oh, ich hab reingeflasht, aber ich habe die Orianna nicht gesehen. Ich komme. Ich bin gleich... Mann, Alter. Lee, pass mal auf, Digga. Das ist hier mein Gameplay. Du kannst hier nicht einfach alle killen. Und weißt du, den ich hier ganz alleine unterm Tower wieder kille, was hat der? Der hat diese scheiß Ulti von Zen. Also er hat sich selber geultet. Aber wir haben ihn trotzdem bekommen. Ist okay. Ja, ich beschwere mich jetzt hier nicht. Ich beschwere mich nicht. Komm mal ran hier. Oh, der macht ja richtig Damage. Ist der gewidet? Er hat 5-6 als Einziger. Okay, das wusste ich nicht. Ich gehe da so ganz locker ran. Ich denke so, okay, seine paar Auto-Attacks, die kann ich locker aushalten als Ahri. Ja, und dann ist das passiert, dass ich gestorben bin. Ja, gotcha. Gotcha, Bitch. Nein, jetzt bin ich hinter... Mann, kann doch keiner wissen, dass sie sofort wegflasht. Mann, jetzt habe ich voll mein Flash gewastet, Leute. So funktioniert es hier aber auch nicht, ne? Also in der Kluft der Klüfte, das ist irgendwie... That's kinda funny. Ich komme, Lee Sin, ich helfe dir. Du brauchst ganz dringend Hilfe. Ich habe nicht mehr Assistenten bekommen. Krass. Ich habe keinen Assistenten bekommen. Wie kann man keinen Assistent dafür bekommen? Ja, kommt, Jungs. Machen wir zu Ende. Meiner, die armen Gegner, ey. Da gibt es bestimmt wieder so ein paar lustige Leute, die nicht surrendern wollen, ja, und dann müssen die jetzt hier suffern. Ist doch auch unfair. Warum sind die Leute, die ich kille, warum bekommen die von diesen verdammten Zielen ihre Scheiß-Ulti? Ne? Ja, die hätte ich schon wieder gekillt. Ja, und die stirbt jetzt auch nicht. Na Mensch, das kann ja hier was werden, das Gameplay. Okay, Freunde, so, ich hoffe, euch hat der neue Guide von mir gefallen, ja. Lasst mir gerne ein Abo, dann sehe ich euch einfach mal beim nächsten Mal. Und ich würde mal sagen, Leute, habt eine wunderschöne Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.